Hi, Joe Vogel hier. Wer hat es erfunden? Die Schweizer natürlich. Wenn du Wasser aufbereiten möchtest, dann kannst du es auf sehr, sehr unterschiedliche Arten machen. Du kannst so ganz einfache Hohlfaserfilter verwenden oder gleich einen Expeditionsfilter. Du kannst aber auch mit Chemie dran gehen. Da brauchst du immer irgendwas an Ausrüstung, die du vorher mitgenommen haben musst und die du trainiert haben musst. Eine ganz interessante Technik ist übrigens auch sowas hier. Das ist ein Steripen, der entkeimt Trinkwasser mit Hilfe von UV-Licht, ein UV-Generator mit einer Quecksilberentladungslampe. Wir wollen genau diese Art der Desinfektion heute durchführen, aber mit einer Art natürlichen Ressource. Die Eidgenössische Anstalt für, jetzt muss ich nachschauen, Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, kurz EWAG, hat 1980 zusammen mit der amerikanischen Universität Beirut ein System entwickelt, mit dem du praktisch weltweit Wasser zu Trinkwasser verwandeln kannst, also trinkbar machen kannst. Wie du das genau machst und welche Fehler du dabei auf keinen Fall machen solltest, erfährst du jetzt. Wenn wir im Notfall Trinkwasser suchen, dann versuchen wir die Anzahl der durchfallauslösenden Bakterien so gering wie möglich zu halten. Jetzt ist es so, dass wir jederzeit solche Bakterien aufnehmen, ob jetzt im Trinkwasser oder über die Nahrung. Die Frage ist immer, ob wir uns da mit einer Erkrankung anstecken. Und da geht es vor allem darum, dass eine gewisse Anzahl von uns toleriert wird. Sobald diese Anzahl überstiegen wird, können wir Durchfall bekommen und krank werden. Ist dein Körper allerdings geschwächt oder buchstäblich naiv, kennt diese Keime also nicht, dann können ganz, ganz wenige reichen, um eine Infektion bei dir auszulösen. Manchmal reicht schon ein bisschen Spritzwasser oder wenn du ein paar Tropfen probierst, ob das Wasser vielleicht salzig ist oder schmutzig, um bei dir eine Durchfallerkrankung auszulösen. Wir versuchen also immer im Notfall das Wasser, wenn wir vermuten müssen, dass es verunreinigt worden ist, so gut wie notwendig aufzureinigen. Das ist eine Sache, die wir einfach nur abschätzen können. Und deshalb versuchen wir, die Keimbelastung einfach zu reduzieren. Und das ist in vielen Fällen die einzige Möglichkeit. Wir reduzieren die Anzahl der Keime auf ein Level, mit dem unser Körper hoffentlich gut auskommen wird. Eine der Techniken, wie du Rohwasser, also aus der Natur entnommenes Wasser, in Trinkwasser verwandeln kannst, indem du die Keime reduzierst, ist die SODIS, die Solar Water Disinfection der EWAG aus der Schweiz. Bevor du das machst, informierst du dich ein bisschen über das Gewässer, schaust dir die Umgebung an und schätzt ab, wie stark das Wasser verunreinigt ist. Wie du das machst, siehst du hier oben in diesem Video. Wenn du davon ausgehst, dass wir keine Altlasten, also keine chemische Verunreinigung haben und vermuten müssen, dass wir das Wasser von fäkalen Verunreinigungen reinigen müssen, machen wir die SODIS. Das Schema der SODIS ist relativ einfach. Als erstes suchst du dir eine PET-Flasche. Die findest du weltweit, überall. An jedem Strand, in jedem Wald. Leider für uns auch manchmal vom Vorteil. Und diese PET-Flasche füllst du mit Wasser und legst sie bei Sonnenschein 6 Stunden in die Sonne und bei bedecktem Himmel 1 bis 2 Tage. Wichtig ist PET. Nutz wirklich diese klassischen PET-Flaschen und zwar klare PET-Flaschen. Keine eingefärbten Flaschen und auch keine Glasflaschen. Außerdem dürfen die Flaschen nicht eingetrübt sein. Wenn das der Fall ist, dann such dir eine andere. Oder starke Kratzer haben. Was du machst, wenn die Flaschen beispielsweise durch die Brandung alle verkratzt sind, das zeige ich dir. Das ist nämlich ganz einfach. Erstmal gehe ich her und suche mir glatte Kiesel. Und die mache ich feucht. So Kiesel findest du an jedem Strand. Und jetzt schleife ich die ein bisschen. Und dabei entsteht ein ganz, ganz feiner Abrieb. So ein ganz, ganz feines graues Pulver. Und das kann ich jetzt auf meine Flasche auftragen und damit polieren. Man merkt, dass es richtig kratzt und schleift und damit kriegst du Flaschen, weil das relativ weicher Kunststoff ist, ziemlich einfach wieder klar.
So ähnlich machst du es auch mit deinen Autoscheinwerfern, wenn die milchig geworden sind und du willst sie durch den TÜV bekommen. Da nutzt du zwar Zahnpasta und das Ganze ist illegal, wird dich aber nicht den Lappen kosten, aber es ist effektiv genau dasselbe. Wenn die Flasche dann klar ist und sie muss wirklich klar sein, dann gehst du ans Wasser. Das muss nämlich auch vorbereitet werden. Mit so einer Plörre hier musst du es gar nicht erst probieren. Wir haben die Voraussetzung, dass die so das funktioniert, dass das Wasser eine Trübung von maximal 30 bis 50 NTU hat. NTU, das ist so eine Trübungseinheit. Für uns bedeutet es übersetzt einfach, das Wasser darf keine mit bloßem Auge sichtbare Trübung haben. Wie können wir das machen? Fängt einfach damit an, dass wir beispielsweise das Wasser abfüllen in eine Flasche und erstmal stehen lassen. Manchmal sinkt so ein ganz ordentlicher Teil der Trübung ab. Oder wir gehen her und graben im Sand in einiger Entfernung ein Loch und lassen das Wasser hier reinlaufen. Da wird dann die Trübung aus dem Wasser in diesem Sand horizontal gefiltert. Und das Wasser, das sich dann hier sammelt, ist sehr viel sauberer. Und vor allem ein großer Teil der Keime bleiben hier auch im Sand drin. Wichtig ist, mach das Ganze an Ufern, wo du erkennst, dass der Sand trocken war vorher und nicht irgendwie überspült worden ist. Sonst ist das Ganze natürlich auch ziemlich stark verkeimt. Dieses Wasser lässt du dann ein bisschen da drin stehen, bis es sich geklärt hat. Und das kannst du dann in die Sodis überführen. Es gibt natürlich noch eine ganz andere Möglichkeit, ganze Mengen von anderen Möglichkeiten, um Wasser vorzuklären. Du kannst es durch Gewebe, zum Beispiel ein Stück Kleidung, vorfiltern. Du kannst es aber auch in der Sonne stehen lassen, dass es ein bisschen warm wird. Dadurch entstehen ganz, ganz kleine sogenannte Kesselsteinkristalle und die fangen die Trübung ab, senken auf den Grund und dann kannst du es ganz, ganz vorsichtig abkippen. Gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten. Das machst du normalerweise im Survival Training, dass du diese verschiedenen Techniken ausprobierst und beispielsweise mit so etwas oder mit so etwas anfängst und am Ende wirklich mit vorgeklärtem Wasser rauskommen möchtest. Jetzt kannst du an die eigentliche Sodis gehen. Wichtig, beachte folgende Regeln immer. Die Flasche muss aus PET sein. Es darf keine Glasflasche sein und sie muss klar sein, nicht eingefärbt. Und das Wasser, das du reinfüllst, darf keine erkennbare Trübung haben. Und es soll auch nicht stark eingefärbt sein. Der Grund, ganz klar, die Bakterien können sich vor der Sonne hinter der Färbung und hinter der Trübung so verstecken, wie wir unsere Augen hinter einer Sonnenbrille. Was ist das hier? Erkennst du das? Schreib's mir unten in die Kommentare. Vielleicht errätst du es ja. Ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere gerne den Kanal, drück die Glocke und kommentiere immer fleißig. Ich versuche immer alle Kommentare, zumindest die fachlich interessanten, zu beantworten. Jetzt gehe ich also her, nehme meine Flasche und das Wasser ist klar genug. Ich weiß, hier sind keine chemischen Altlasten drin und jetzt fülle ich es. Hier muss ich, wie gesagt, nicht vorfiltern, weil das Wasser sehr klar ist. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die empfohlen werden. Beispielsweise füll etwas Wasser ein und dann schüttel das Ganze. Dadurch wird Sauerstoff ins Wasser gebracht und es kann möglicherweise zusätzliche aggressive Sauerstoffverbindungen erzeugen. Nach aktuellen Kenntnissen ist das allerdings nicht unbedingt notwendig, aber wenn man dran glaubt, warum nicht? Wichtig ist, am Ende darf in der Flasche keine größere Menge Luft mehr sein. Und ich fülle das jetzt mal komplett ab. So, und jetzt lege ich das Ganze einfach in die Sonne. Bei so leicht bedecktem Himmel, wie gesagt, etwa einen Tag. Bei vollbedecktem Himmel 2 Tage, bei voller Sonne 4 bis 6 Stunden. Und dann kannst du das Wasser tatsächlich auch trinken. Selbst wenn nicht alle Keime abgetötet worden sein sollten, viele der Keime sind stark beschädigt und die gesamte Keimzahl ist deutlich reduziert worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt mit einer sogenannten wasserbürtigen Erkrankung ansteckst, ist sehr viel geringer als vorher. Das Ganze kannst du noch ein bisschen verbessern, indem du das Wasser immer wieder ein bisschen umkippst, zusätzlichen Sauerstoff reinmachst oder das über eine Rettungsdecke oder etwas anderes Reflektierendes legst. So einfach ist die Sodis
Und die kannst du wirklich überall da machen, wo du solche PET-Wasserflaschen findest und wo du genügend Sonne hast. Falls es mal so bedeckt ist, dass es regnet, dann machst du die Sodis nicht. Ich glaube, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Die schauen wir uns ein andermal an. Und das kann ich jetzt trinken. Ich weiß, das Wasser ist sauber genug. Schmeckt großartig, schmeckt nach Sonne, schmeckt nach leerer, frisch gefundener PET-Flasche. Mir wird nichts passieren. Aber genau das ist eigentlich auch das Problem der Sodis. Die hat in Entwicklungsländern nicht den Erfolg gehabt, den sie hätte haben können. Weil einer der größten Fehler ist, dass man zwar Trinkwasser damit sauber macht, aber Waschwasser zum Duschen, zum Baden wird direkt aus dem Wasser genommen, aus dem Fluss oder aus dem Teich. Es werden damit Gemüse und Lebensmittel vorbereitet und manchmal reicht eben, wie gesagt, schon so ein bisschen aus, um sich dann mit einer wasserbürtigen Erkrankung zu infizieren. Also der wichtigste Fehler, den du nicht machen solltest, ist, nimm nicht Trinkwasser, das mit der Sodis aufgereinigt ist, und verwende das andere Wasser unaufbereitet, sondern schau immer, dass du wirklich zum Zähneputzen und so das aufgereinigte Wasser verwendest. Wie ist es mit dir? Hast du die Sodis gekannt und was sind deine Anmerkungen dazu? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich immer sehr über konstruktive Kommentare zum Thema. Und ansonsten, ja, wie immer, geh raus, mach's gut und in Klammern, trink kein unaufgereinigtes Wasser, dann bleibst du auch gesund.